Eddie. Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Okay, hoffen wir mal, dass dem Eddie nichts Großartiges passiert ist, aber ich glaube eher, der sitzt in der Ecke und säuft. Diadem! Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung, ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Denk schnell, aber hoffentlich fängt dein Gehirn nicht bald so an zu schmerzen wie meins gerade. Oh Gott, Oleg. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Gut. Scheiße, das sagt ihm nichts. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem, ich werde hier warten. Gut, dann kann ich mich hier schon mal ein bisschen umgucken. Oder auch nicht. Doch? Doch. Kann ich. Kühlschrank. Gucken wir es mal an. Äußerlich macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Genau wie ich, Baby. Mal sehen, was wir da so finden. Ja, was haben wir denn jetzt? Wir hatten einmal das Diadem. Gucken wir uns das jetzt mal In an. dem Diadem fehlen drei Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum. Okay. Säureflasche. Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach den Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Nimm noch mal einen Schluck, dann weißt du Bescheid. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Wasser und Pflanzenöl. Wasser haben wir doch schon. Moment, kann ich das vielleicht schon vermischen? Ja. Kit mit in Porzellanschale. Moment mal. Pflanzenöl, die Pflanze ganz am Anfang, die hat... Alter. Gut, haben wir schon. Nina, hier, geh mal beiseite. War da nicht eben noch irgendwas anderes? Totem. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Der Zug irgendwie im Hintergrund nervt auch tierisch. Also, dieses mit den Augen, das kenne ich irgendwie von so ein paar Gemälden. Das sieht auch immer manchmal so aus, als würden die Augen einen ständig beobachten, egal wo man steht. Aber wie geile Kunst, finde ich so, warte mal. Warte mal noch, die Anlage, die hier so laut die Musik gemacht hat. Hier läuft gerade YouTube. PC kann man nicht ausmachen. Haben wir sonst nichts? Ist hier echt nichts oder übersehe ich wieder irgendwas? Ne, hier ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal raus. Ist hier drin mittlerweile immer noch der Polizist? Irgendwas neu.
Das, okay. Irgendwas ist hier, da, nein, nein, nichts. Hier drüben irgendwas. Nichts Neues, okay. Würde ich sagen, gehen wir den Typen mal suchen. Oder vielleicht finden wir ja gerade unten Eddie, den Hausmeister. Der dürfte ja jetzt abends wieder unterwegs sein. Hier ist nichts Neues. Da steht doch irgendwas. Moment. Ah. Keine Ahnung. Irgendwie sieht irgendwie KOO aus, aber. Findet man hier irgendwo jetzt einen neuen Weg? Nö. Nee, hier ist nichts Neues. Moment, musst man nicht irgendwo von einem Abdruck nehmen? Wollten wir nicht irgendwo von. Ich denke, ich habe hier noch zu Okay. tun. Dann war es auf jeden Fall hier. Ich meine echt, wir mussten irgendwo von einem Abdruck nehmen. Nur wovon ist jetzt die Frage. Nee, aber was ich einmal kurz mache, ist einmal speichern. Zack. Weil ich eben das Problem hatte beim Starten, dass wenn ich aus Versehen wieder rausgeklickt habe, dass er das Spiel dann nicht wieder in den Vordergrund geholt hat, sondern dass das Spiel dann direkt abgeschmiert ist. Nicht so wie beim letzten Mal. Deswegen gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher. Aber wo könnte ich den Gips verwenden? Heizkörperglüh können ja nur so vor sich hin. Der Kit ist jetzt einsatzbereit. Ja, aber wofür? Hier ist sonst nichts mehr. Sonst ist hier auch nichts. Ich probiere den einfach jetzt mit allem aus. Ich meine, den mussten wir irgendwo verwenden. Vielleicht irgendwas, was hier drin ist. Ich habe das. Nein, 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 nein. Oh! Hoffentlich weiß ich genau, was ich da tue. Das Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Scheiße. Alter, jedes Mal, wenn ich jetzt plötzlich anfange zu reden, erschrecke ich mich immer. In dem Diadem fehlen drei Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum. Aber was habe ich jetzt eigentlich gemacht mit dem Kit? Habe ich das Ding einfach eingeschmiert? Die Farbe passt nicht. Keiner der ursprünglichen Edelsteine war blau. Okay. Ich glaube nicht, dass eine gelbe Schärpe als Diamant, Rubin oder Smaragd durchgehen würde. Da müsste mein Vater schon extrem farbenblind sein. Uff. Okay, der Münzkasten wirkte gerade von außen relativ rot. Moment.
Welche Farben brauche ich noch mal? Ups. Ich glaube nicht, dass eine gelbe Schärpe als Diamant, Rubin oder Smaragd. Diamant, Rubin, Smaragd. Diamant ist eher klar, also durchsichtig wie Glas. Rubin ist rot und Smaragd ist grün. Also Glas, irgendwas Rotes und irgendwas Grünes. Uff. Hier ist sonst nichts. Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 bitte, bitte öffne dich wieder. Oh, ein Glück, er hat sich nochmal geöffnet. Jetzt kann ich nur nicht mehr sehen, ob ich aufnehme, weil sich das Fenster natürlich in den Hintergrund verschoben hat. Aber Moment, das muss ich testen. Sorry, ich muss nochmal kurz rausklicken. Bitte funktioniere auf jeden Fall. So, das Fenster wieder in Vordergrund. Komm schon, da. Das vor. Okay, es läuft. Puh. Kann ich gehen? Ich denke, ich habe hier. Natürlich nicht. Wo kriege ich irgendwie Diamant, Rubin oder Smaragd her? Kann ich irgendwas mit der Säure machen? Ich werde die Säure mal vorsichtig über den Stein gießen. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Okay, ein Amethyst. Ja, so müsste es halten. Okay, einen Teil haben wir schon mal. Noch sind nicht alle drei Steine durch billige Imitate ersetzt. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich das Diadem wieder komplettieren kann. Geht's jetzt wieder? Die Farbe. Nein. Und das wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass eine Geld. Nein. So, aber den Rubin haben wir schon mal ersetzt. Immer noch Glas und was Grünes, aber woher? Wir haben ja plötzlich voll wenig im Inventar. Die lasse ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Es wird diese kleine Lampe den ganzen Raum beleuchten. Uff. Ich merke, ich habe jetzt eine halbe Stunde aufgenommen und habe praktisch keinerlei Fortschritt. Ich glaube, hier werden die Gesteinsproben einer ersten Analyse unterzogen. Kann ich das Ding analysieren? Nein. Im Stößel kann ich auch nichts anfangen. Spring einfach aus dem Fenster, dann hast du es hinter dir. Wo soll ich denn hier irgendwas Grünes herholen? Ruf mal jemanden. Nee, nochmal tue ich mir dieses, ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen, bestimmt nicht an. Naja, kann ich verstehen. Einmal speichern, bitte. Sie will ja auch nicht gehen. Das heißt, ich kann nirgendwo anders suchen. Das muss also alles hier sein. Wenn ich Sachen Oh. aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Sehr nett, Mädchen. Sehr nett, muss ich ja mal sagen.